Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Stadtforum Wohnen begrüßen. Wir befinden uns hier im Kühlhaus. Und wenn man über die Wohnungsfrage hier in Berlin diskutiert, dann wird sicherlich eine heiße Debatte werden. Guten Abend allerseits. Ich hoffe, wir haben miteinander einen interessanten Abend vor uns. Wir haben bei der Stadtentwicklung immer das Ziel, Identität zu wahren, aber Veränderungen zu ermöglichen. Planen und bauen geht nur mit den Menschen in dieser Stadt. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen, dass sie mitreden, mitmachen. Früher wurde Leerstand für Vermieter sündhaft teuer. Uns geht es um sehr viel mehr leistbaren Wohnraum und es geht vor allem darum, da wo man Zugriff hat, viel mehr leistbaren Wohnraum zu machen. Mut zur Stadt adressiert an politische Entscheidungsträger heißt auch, Entscheidungen zu treffen. Mut zur Stadt an die Gesellschaft gerichtet heißt auch, sich auf solche Prozesse einzulassen. Mit dem Bund, mit Bundesratsinitiativen, mit Verbündeten in anderen Städten müssen wir Gesetzesvorlagen voranbringen, in denen wir die Bodenpolitik verändern können und indem wir Spekulation so gut wie möglich unterbinden können. Ich habe das Forum Neue Stadtquartiere begleitet und was am stärksten rauskam, war, dass man für Stadtquartiere eine Idee braucht. Und diese Idee sollte man vor Ort entwickeln, damit wir Urbanität produzieren können und eben Stadtteile und nicht Siedlungen. Man muss auch in der Quartiersentwicklung nach meiner Überzeugung relativ lange in der Entwicklungsphase eine gemeinsame Verantwortung fürs Ganze tragen. Die zukünftig größte Herausforderung ist eigentlich die Verdichtung, ohne die Qualität von Berlin dadurch zu beeinträchtigen. Dass wir nicht nur auf Teufel komm raus neu bauen müssen, sondern dass wir sehr, sehr viel einfach auch im Bestand regeln müssen. Das ist immer ein hoch umstrittenes Thema, weil da muss man natürlich sinnvoll Lösungen finden, die vor allen Dingen dazu führen, dass die Leute auch mitgenommen werden, dass sie auch den Mehrwert erkennen, der mit einer Nachverdichtung einhergehen kann. Viele neue Ansätze, die wir in Berlin hier haben, mit stadtpolitischen Initiativen, mit denen zu reden, bringt einem auch einen Ertrag, wenn man jetzt traditionelle Instrumente neu anfassen will. Wir brauchen dringend einen verstärkten Neubau, da sind die Architekten genug gefordert. Wir brauchen aber auch eine Stabilisierung und Modernisierung des Altbaus, um einen dauerhaft preiswerten Wohnungsbestand zu behalten. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwelche Wohnungen hat, sondern die Wohnungen müssen dem Bedarf der Leute entsprechen. Sie müssen dem Geldbeutel der Leute entsprechen, da ist das Stichwort Leistbarkeit. Denn zu den negativen Seiten des Wachstums gehören Verdrängungseffekte, ebenso wie die zunehmende Konkurrenz um Flächen. Das zeigt, dass das tatsächlich ein Aufbruch in Berlin sich in den letzten Jahren sozusagen nicht nur auf der Straße artikuliert hat, sondern dass der inzwischen in Räumen stattfindet, in denen das politische Programm für die nächsten Jahre zumindest diskutiert wird. Das ist der Auftakt einer Diskussion, die sicherlich noch intensiv weitergeführt wird und sicherlich auch sehr kontrovers geführt werden wird und werden muss. Wir können eins festhalten, wir hatten viel zu wenig Zeit. Aber in der Kürze der Zeit sind eine ganze Menge Themen auch zum Tragen gekommen. Dass wir Mut haben, nochmals hinzugucken, auch auf Flächen, die wir in vergangenen Zeiten als nicht entwickelbar gesehen haben. Ich habe ja eins noch aufgeschrieben, härtere Gangart gegenüber Privaten. Das Thema Flächenkonkurrenzen ist angesprochen worden. Ganz wichtig nochmal das Thema Freiflächen und Erhalt, vor allen Dingen auch der klimatischen Räume, der wichtigen Grünflächen in der Innenstadt. Wie kann ich den Quartieren Leben einhauchen? Wichtig war, dass bei der Mischung nicht nur die Mischung der Bewohnerinnen und Bewohner gesehen wurde, sondern auch die Funktionsmischung. Auch Funktionsmischung muss gefördert werden. Sollen eigentlich die ganzen Gebiete angebunden werden, durch welche Mobilitätsformen? Also Liegenschaftspolitik kommt ganz schnell weg vom Bauen von Wohnungen, sondern wird eben viel, viel breiter.
Und alles, was heute hier gesagt, besprochen, aufgeschrieben wird, was wir im Internet haben, wird in einer Form aufbereitet, dass es dann auch weiterverwertbar sein wird für die Arbeit am Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030.